Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit dem Chris Bro. Und doch noch wieder dem Josh Man. Und dem Bob. Da hat aber einer Glück gehabt. Ja, wir wurden ja gefangen genommen, haben sie jetzt ein bisschen freigekommen. Dabei ist natürlich ein bisschen was schief gegangen, wie immer. Ja. Und, aber im Endeffekt haben wir jetzt da unsere beiden Gefolgsleute erstmal zurückgelassen. Und machen uns jetzt weiter auf den Weg zum Aquarium. Also was aus denen wird oder wie es bei denen so läuft, das hebt sich das Game wahrscheinlich auch für später auf. Ja, oder das erfahren wir vielleicht auch einfach nicht mehr. Was? Das wäre ja verrückt. Oder in einem DLC werden wir das dann vielleicht nochmal später erfahren. Keine Ahnung. Weiß man ja alles nicht. Tja, Asia-DLC. Asia-DLC, ja wahrscheinlich, Bob. Ich will die Kitty nämlich gleich mitnehmen. Oh, clever, der Chris Bro. Das ist doch super. Der hat ja einiges gelernt, der Chris Bro. Ich sag dir das. Nicht nur Koch, sondern auch anderes. Ja, man nennt ihn auch den Nacho-Salat-Meister. Ja, der Meister, das hast du da. Der Vollstrecker. Der Finder der Lotusblüte. Die Katze. Ja. Er hat viele Namen, ja. Was finden wir hier noch Schönes? Oh, noch mehr Schräubchen. Da sehe ich auch schon wieder die Werkbank, die benutzt werden will. Auf jeden Fall. Ob es was bringt, man weiß es nicht, aber... Vielleicht können wir schon die Nachhaltegeschwindigkeit gleich auch noch hochsetzen. Das wäre ja ganz nice. Ja, oder also, wir spezialisieren uns auf ihre Special-Waffe, nämlich ihre Jagdpistole. Ja, oder das, ja. Ich weiß es halt nicht. Aber da können wir noch gar nichts machen. Hier könnten wir aber auch nur die Stabilität ausbauen. Dann würde ich sagen, sparen wir erstmal. Ja, eben. Ich will die ja eigentlich gleich mal nutzen, ne, diese... Ja, kannst du gerne mal machen. Zeig mal die Zielanimation. Vielleicht kann man schon sehen, was das für eine feine Waffe ist. Ja, da kannst du aber genau mitschießen. Ja, kannst du sehr genau mitschießen. Ei. Dann noch ein Holster. Wunderbar. Jetzt hast du auch beide Pistols dabei. Gut, das war hier schon relativ offensichtlich versteckt. Das sollte man wohl auch... Versteckt auf dem Tisch, frei liegt. Nennen wir es versteckt. Aber Chris hat es einfach gefunden. Ja, er ist so gut. Also ist auch noch der Finder. Ich bin halt ein Schnüffler. Alter, wir haben 56 Zusätze. Das heißt, wir haben mehr Gesundheit. Boah, jetzt bist du aber echt ein Tank. Und jetzt können wir dann ja den Weg weitergehen. Ja, irgendwann mal. Ja. Falls wir noch so viele Pillys finden. Das ist schon so schade. Ich das hier eigentlich gut machen? Nee, ja. Bestimmt. Also sobald du eine neue Nahkampfwaffe findest, wäre es vielleicht auch der Moment, die zu wechseln. Zu tauschen, ja. Das ist wohl richtig. Aber... Und wirst du deinem Motto treu bleiben und in diesem Part auch mal sterben? Ja. In den letzten Parts war da sehr erfolgreich, muss man sagen. Ja, hat er immer gut gemacht. Ich muss auch sagen, das haben wir in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Deswegen, wir probieren weiter alles Abby umzubringen. Ja. Jede Todesanimation mit ihr muss gezeigt werden. Oh. Ja, das war leise. Alter, wer kommt da denn schon wieder um die Ecke? Ja, das ist ja mein Freund, der Thorsten. Oh, oh. Der Thorsten hat noch mehr Freunde. Nur Thorsten. Du warst nicht der einzige Freund von Thorsten. Das klingt aber nicht nett. Was ist denn das? Kratzen im Hals? Das muss nicht sein. Ciao. Mach mal leise jetzt, ey. Gut, dass du die Soundbox ausgemacht hast. Okay, du sollst vielleicht auch nach oben auf den Containern, wer weiß. Ja, möglich, aber wir schauen hier erstmal weiter. Haben auch ewig keine Sammelkarte mehr gefunden. Oder eine aber Münze. Ich glaube, die finden wir mit ihr auch nicht genau. Wenn, dann finden wir mit ihr, glaube ich, Münzen. Leise! Das war ja sehr leise! Toll, Chris Bro, und wieder ein Messer weniger. Aber die müssen wir für die halt auch mal finden. Und wieder ein Messer weniger, das ist schlechter. Das ist ein alter Junge! Ja, dem gibst du ja richtig. Wirklich Faust, ne? Ich kann leider keine Faust kriegen, Chris Bro. Alter, die Messer, das ist echt gut, du räumst auf. Ui! Was eine Waffe! Was eine Waffe! Feini! Das ist eine feine Waffe. Die hätten wir ja schon mal viel früher gebrauchen können.
Ja, der klassische Chris, Bro. Ja. Meine guten Waffen hebe ich mir so lange auf und benutze sie nicht mehr. Das ist echt immer so ein Problem, oder? Also zumindest habe ich das ganz oft in Spielen, dass ich mir denke, ach, das hebst du mir lieber auf. Ich habe das so ganz bekannte Paper Mario Let's Player, die eigentlich schon viel bessere Sachen finden, aber die nie benutzen. Ja, das ist clever. Verstehe. Hey, wir haben doch gar kein Paper Mario Let's Play. Was nicht ist, kann ja noch werden. Wo denn? Gibt da ja gerade ein neues, habe ich gehört, ne? Ja. Gibst du mir die Switch mal eben? Okay. Liebes Nintendo. Ja, ihr wollt doch auch, dass dieses bekannte... Die Chilling Gamer. Der 3DS wird jetzt übrigens eingestellt. Oh. Nur mal so. Okay. Alabama. Sweet Home Alabama. Alabama. Das muss ich mal auf Gitarre üben. Das fand ich damals ganz schön schwierig. Aber hier können wir leider nicht hoch. Bob kann es ja perfekt. Ja. Ja, so ist das, ne? Ich habe es ja gerade auf Gitarre gespielt, hast du gemerkt? Ja, hab ich gemerkt. So ist es halt auch. Und der Crispo sagt, das wäre schwierig. Ja, also, ne, das war hier aus dem Kopf, ne? Spreng! Oh ja, nochmal. Und? Okay. Ja, Oma. Oh Gott. Ich glaube, das geht nochmal, nicht? Mach's bitte nochmal. Wäre stark, wäre jetzt die Straße nur hinterher gekommen. Und Chris hätte sich beeilen müssen. Dann hätten wir wieder eine tolle Todesanimation gesehen. Das wäre schön gewesen. Und hast du mittlerweile so ein bisschen Mitgefühl für Abby? Nein. Ja, Joschmin ja schon, ne? Ja, stimmt. Für ihn ist sie ja eine Göttin. Vielleicht musst du bald mal wieder neue Messer herstellen. Ich glaube, du hast einige Messer rausgeblowt. Das stimmt natürlich. Das können wir mal tun. Danke für diese Erinnerung, Bob. Kein Ding. Aber hier geht es dann irgendwie auch nicht so wirklich weiter. Nö, dann kannst du hin raus wieder, ne? Oh, aber. Geh rechts raus. Rechts? Nee, hinten durch, rechts raus. Da. Ach, da. Hab ich erst also, das war zu schwierig, das zu finden. Ja. Ja, das ist, ne? Als hätte ich ein MRT. Hier ist auch fortgeschrittene Dunkelheit, ey. Ja, ist jetzt vorbei. Oh, guck mal. Und das Wetter ist gar nicht mehr ganz so gut wie vorher. Ich glaube, wir kommen jetzt bald an den Punkt, wo wir den toten Owen finden. Müssen wir jetzt durch, oder? Ja, Abflug. Das ist eigentlich aus dem Plan geworden, immer der Sonne nachzulaufen. Ist das jetzt irgendwie nicht mehr so gut umsetzbar? Ich würde es einfach nicht mehr weitermachen, weil die Sonne hast du jetzt nicht mehr gefunden. Ja, die weiß doch gar nicht, wo sie hin soll. Ja, echt mal. Also hört sich ihr Pfadfinder auch gar nicht an. Das stimmt. Die Strömung ist heftig. Die krault aber auch wie eine Einste. Das kann die doch. Ob sie noch gerade so die Schüsse hört? Na, auf jeden Fall muss sie ja irgendwie den folgen. Auf die Spur von denen kommen. Ja. Genau. Ja, Witterung aufnehmen, ne? Wahrscheinlich riecht sie das. Sie riecht so an Owen und merkt. Die roch auch schon mal besser. Oh. Hi. Der roch auch schon mal besser. Oh, du kriegst Pfeile. Jetzt gibt's einen Bogen. Im Schlaf? Ach, das war wohl Tommy. Das war wohl Tommy, ja. Eieiei. Ei, ei. Da ist doch noch was. Das ist doch ein Zettel. Bitte nicht im Schlaf erstechen. Alter, das ist auch eine lange Liste. Will, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Mhm. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Ach, was. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass ihr das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, liest mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. I love you, Quinn. Nun denn, ich glaube, er ist nicht mehr aufgewacht. Und das Rationsproblem hat sich vielleicht auch so gelöst. So. Er braucht jetzt ja keine Ration mehr. Das ist richtig. Ich glaube, dass Tommy das hier wohl alles beendet hat für die. Das mag sein. Das wissen wir natürlich nicht genau, aber das mag sein. Da sind die ja zusammengetroffen, ne? Sie. Nun mach mal die Tür auf. Ja, da hi. Ist dann wohl die Armbrust. Okay. Jawoll.
Wer braucht schon einen Bogen, wenn er eine langsame Armbrust hat? Die hat auf jeden Fall Bums. Denke auch. Wahrscheinlich kommen gleich die ersten Ziele dafür. Das glaube ich auch. Die da zum Beispiel. Du kannst den Atem anhalten, Chris. Oh. Du hättest aber auch den Atem anhalten können, ja, Chris Bro. Ich nicht. Aber du kannst den Atem anhalten, Chris Bro. Danke, jetzt weiß ich. Alter, die hat aber ganz schön Bums auf die Distanz. Das hab ich doch. Können wir die jetzt wieder einsammeln? Bei Headshots ja, sonst nein. Ja, aber warum hat er denn keine Headshots gemacht? Ja, das ist der Chris Bro. Mit dem Controller kann man gar nicht so toll zielen. Du kannst gerne spielen, Bob. Ja, dann nee, ich will dich nicht wieder demotivieren, Chris, ja, ja, Bro. Das würde mir wieder in der Seele wehtun. Nein, der Bob ist so toll. Der lädt den Hammer gar nicht dreimal. Oh, ein Zettel. Ein Zettel. Danke für Ihre Hilfe mit dem infizierten Passenger. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Wachtkameraden sind nutzlos und ich halte nichts davon, dass der Kapitän weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem oberen Achterdeck. Die Kombination ist, ich merke mir, 90, 77, 1. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Ich bin die Nummer 1. Ja, aber du hast doch schon eine Armbrust. Was findest du denn da in dem Safe? Ja, was noch was viel geileres. Damit du mit zwei Armbrüsten schießen kannst. Von Helldings da. Alter, Kimbo. So. Ja, klar. Okay. Mhm. Alles klar. Ist die nicht töten? Ja gut, aber du hättest das natürlich den Zuschauern noch zeigen können, wenn du mal den Kopf triffst, dass du gerade da bleibst. Ja, ich habe den einen doch auch schon wieder eingesammelt. Also habe ich einmal den Kopf getroffen worden. Ich habe es nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Die Chance ist, also du kannst ihn noch so einsammeln. Die Chance ist natürlich höher, wenn du den Kopf triffst. Ja. Clever. Aber boah. Das war nicht besser. Der Pfeil, den sehen wir nicht wieder. Ich glaube, du hast ja auch eine Restwahrscheinlichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, deutlich höher im Kopf. Wahrscheinlich. Ja, ist ja auch Wahrscheinlichkeit, ne? Deswegen reden wir von wahrscheinlich. Ja, yes. Korrekt. Der richtig. Das haben wir alles schon. Ist ja ein schönes Schiffchen hier, auf dem du bist, jo, ne? Auf jeden Fall ganz schön groß, ne? Wo ist denn der Waffenschrank jetzt? Ja, auf dem Achterdeck, ne? Ja, dann den mal hindern, ne? Und Achtern ist wo? Oh, ein Rollkoffer hinten. Hinten. Sehr gut. Wem willst du hier was über Seeräuberei erzählen? Seeräuberei? Ich kenne mich da aus, Mann. Jo, du bist ja Bob der Pirat, ne? Genau. Ich will da rüber. Warum denn? Ja, hier ist halt, aber lausch doch erstmal, wo der ist. Da. Ja. Und jetzt vielleicht ein Armbrustpfeil in den Kopf. Oh, der spielt aber mit den Fenstern und dir, ne? Das ist nicht der Kopf. Ja, der geht wieder zurück. Der geht wieder zurück. Ja! Wie kann ich die Luft anhalten? L3. Oha, Chris, Bro. Da reicht nur einer nicht. Da ist ja noch einer. Oh, der saß. Das könnte der Kopf gewesen sein. Knapp der Kopf. Das ist der Kopf. Oh, die Pfeile gehen uns langsam aus. Ach, wart. Du kannst auch schon neu wieder bauen, man weiß es ja nicht. Das kann auch sein. Mal nachgucken. Kannst du gar nicht. Nee, können wir nicht, aber wir können Messer bauen. Und wir können auch hier. Oh ne, das wollten wir aber nicht, aber das wollen wir. Brandpatrouille. Dann musst du. Achso, ja. Ja, gut, kann natürlich sein, dass wir hier noch was dafür finden. Und jetzt können wir mal ein Brandpatrouille herstellen. Für die Schrott. Das ist natürlich nice. Setzt weiträumig Ziele in Brand. Ist doch geil. Wir haben Brand. Wir haben Julian. Haben wir Julian? Der Julian? Den Ersatzspieler Julian? Der super alte Ersatzspieler Julian? Manche sprechen ja schon vom Dortmunder Kinderstrich, ne?
Die kommen alle mit dem Fahrrad zur Trainingseinheit. Bist du jetzt beim Achter an der Chris, Bro? Oder bist du volle Kanne vorne? Ja, eben. Auch eher, glaube ich, volle Kanne vorne, ja. Ja, das ist doch der. Ja, genau. Der ist doch ganz vorne hier. Guck mal. Ach, schön. Sieht aber auch schön hier aus. Ey, das ist auch nicht wie vorne aussieht. Doch, ist die Brücke da oben. Aber warum ist denn. Oh. Vielleicht kann das auch vorwärts und rückwärts fahren, vielleicht ist das eine Fähre. Aber die Farbe gefällt mir nicht. Und wo ist die Sonne? Hier ist Sonnendeck. Ja, die Sonne findet noch ein Sonnendeck. Wer ist denn er da hinten? Und links von dir? Und überhaupt? Die sind ja überall. Da ist doch was. Bist du der Waffenschrank? Das ist kein Kopfgeld. Das war definitiv kein Kopfgeld. Aber... Oh, what? 77? 77 bei mir. Bei dir? Ja. Und bei dir? 90. Ihr seid ja 77,1. Warum legst du dir immer meine Nummer? Das ist ein bisschen doof, ne? Ja, was hier auch nicht. War der falsche Safe. Da soll die Armbrust... Ja doch, hätte vielleicht da irgendwie drin gepasst. Aber hier finden wir auf jeden Fall einen. Ah, Counter and Destroy. Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal reingucken, was man da so mit machen kann. Das machen wir auf jeden Fall. Mal schauen. Dann hast du auch alle Bücher gefunden. Denn schnellere Fertigung, das ist jetzt nicht so wichtig. Nö. Fertige, haltbare Verbesserung, na, das ist nicht schlecht, aber nicht. Effektive das, Rohrbomben das ist natürlich nicht schlecht. Gut. Haltbarkeit, oh, nee. Ist ja nicht so viel mitgehauen. Ja, die Rohrbomben sind natürlich nett, aber der Weg ist besser. Sagen, ja, genau. Der Weg ist besser. Der Weg ist übrigens besser. Der Weg ist besser, würde ich sagen. Der Weg ist besser. Da hat auch Herbert Grönemeyer schon von gesungen. Ja, das stimmt. Dass dieser Weg? Dass der Weg besser ist. Okay. Und jetzt hast du geile Brandmunition. Jetzt und für das Jagd, für die Jagdpistole hast du auch irgend so ein Special-Kram eigentlich, ne? Machen wir mal die Brandmunition auf. Ja, natürlich. Die zeigen wir jetzt noch am Part-End. Wir wollen nochmal böllern jetzt. Wir wollen mal sehen, wie weit, weitflächig ist. Okay, komm, lass mal drauf und mal. Alter, da kommt wieder einer. Ein Klicker. Der brennt ja. Das ist ja eine Fackel. Die brennen ja beide. Das ist ja ein Klicker. Das war's mit der Muni. Kommt ein normaler Schuss, hast du noch. Für den da. Ist das ein Bloater? Um ist das ein Bloater? Schätzlein. Ach, Scheiße. Ja, du brauchst noch was Neues. Jetzt wäre natürlich Brandmund nicht schlecht gewesen. Oh, das bringt ihn den leider nicht. Jetzt kommt die geile Jagdpistole. Ein Schuss und der ist tot. Jo. Ist das? Knall ist einfach da. Das ist aber auch der Knaller, die Pistole. Hier schon. Die ist nicht schlecht, ja, allerdings haben wir jetzt echt viel rausgeballert. Ja, das haben wir, ja. Gut, wir wollten das halt ausprobieren und euch das nochmal zeigen. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, vielleicht können wir noch ein bisschen was erklären. Ja, hier zum Beispiel die Kasse. So. Entschuldigung, was hätten Sie denn gern? Ein Schuss, bitte. Ein Schuss, ja. Aber kannst du nicht noch ein bisschen Brandmunition herstellen? Das stimmt, das könnte sein. Ja, ein bisschen. Zwei Schüsschen. Sollte man ja dabei haben, ne? Immerhin. Die könnte man jetzt immer gut dabei haben, ja. Ja, du hast noch Muni, aber so viel ist es nicht. Das stimmt. Lag da nicht gerade was? Oder war das? Ja, war irgendwas. Flasche oder so? Ja. So. Gibt es hier noch was? Entschuldigung, haben Sie irgendwie Munition dabei gehabt? Da lag ein Rucksack, aber da ist nichts drin gewesen. Ne? Nee. Da eine Jacke. Nee. Neymar. Ach Gott. Jetzt fängt es das wieder geht an. Wieder los. Hat vielleicht noch was drauf? Dann musst du da hochklettern. Schieb! Hallo, ich bin der Bloder. Ja. Ah, das ist Abfahrt, oder? Ja, jetzt fahren wir das Schiff. Aber ist das das ja. Da ist der Kapitän. Mit seiner Armbrust. Ich grüße Sie, Kapitän. Oh, Captain, my Captain. Oh, der hat eine ganze Ladeliste. Ja. Aber was die alles so aussagt, gucken wir uns vielleicht beim nächsten Mal in aller Kürze an.
Das stimmt, denn dieser Part ist für heute vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Last of Us Part 2 mit dem Chris Bro. Und dem Josh Man. Und dem Bob. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao. Tschüss.